Mit Glauben beten. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes 11, 41, 42. An dieser Stelle sehen wir einerseits die vollkommene Abhängigkeit Jesu, aber andererseits auch sein vollkommenes Einssein mit dem Vater. Alles, was er tat, tat er ausnahmslos in Abhängigkeit von seinem Vater und in Gemeinschaft mit ihm. Seine Wunder und Zeichen waren die Werke des Vaters, die diese durch ihn tat. Johannes 14, 10. An dieser Stelle haben wir das zweite Gebet Jesu, in dem uns die Worte mitgeteilt werden, die er an den Vater richtete. Während er in Lukas 10, 21 sein Gebet mit den Worten »Ich preise dich, Vater« begann, sagte er hier zuerst »Vater, ich danke dir«. Offenbar war das Gebetsleben Jesu in erster Linie durch Lob und Dank gekennzeichnet. Wenn wir uns die Gebetsinhalte der Gebete von Paulus etwas näher ansehen, werden wir feststellen, dass sie zu einem großen Teil aus Dank bestanden. Er konnte daher sowohl die Kolosser als auch die Philipper mit moralischer Autorität dazu auffordern, das Danken beim Beten nicht zu vergessen. Kolosser 4,2 und Philipper 4,6. An dem altbekannten Spruch »Danken schützt von Wanken und Loben zieht nach oben« ist viel Wahres dran. Aber erleben werden wir es nur, wenn wir es tatsächlich praktizieren. Der Herr Jesus dankte hier für die Erhörung, bevor die Erhörung sichtbar wurde. Da er zu jeder Zeit das tat, was Gott gefiel, hatte er die völlige Gewissheit, dass der Vater mit ihm war. Steht in Johannes 8, 29. Offenbar hatte er bereits zu einem früheren Zeitpunkt für die Auferweckung von Lazarus gebetet. Vielleicht während der 2 Tage, die er wartete, bevor er dem Hilferuf der Maria und Martha nachkam. Sein Gebet zeigte kein vages Hoffen, sondern die feste Überzeugung, etwas zu empfangen. Für ihn war die Erhörung so sicher, dass er sie als bereits geschehen betrachtete. Darin verwirklichte der Herr Jesus wieder etwas, was er selbst seine Jünger gelehrt hat. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt, und es wird euch werden. Markus 11, 24. Auch in der Kirchengeschichte hat es immer wieder Gläubige gegeben, die bereits auf den Knien im Glauben die Überzeugung gewonnen haben, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Es ist etwas Großes, wenn man bereits für die Erhörung danken kann, obwohl sie noch nicht sichtbar geworden ist. Folgende Geschichte aus dem Leben Hudson Taylors illustriert das in beeindruckender Weise. Als der Missionar Hudson Taylor sich auf seiner ersten Reise nach China befand, wurde das Schiff vielfach durch windstille und widrige Winde in der Fahrt gehemmt. Einmal fuhr man an einer Insel vorbei, von der man sagte, dass sie von Kannibalen bewohnt war. Gerade da ließ der Wind wieder nach und das Schiff trieb auf der spiegelglatten Fläche langsam der verhängnisvollen Küste zu. Entsetzt packte die Reisegesellschaft bei dem Gedanken an den scheuerlichen Empfang, der sie erwartete. Der Kapitän kam in seiner Not zu dem Missionar und sagte, Sie glauben ja, dass ihr Gott Gebete erhört. Rufen Sie ihn an.
Wenn ihr Gebet nicht hilft, sind wir verloren. Ich will beten, erwiderte Hudson Taylor, doch nur unter der Bedingung, dass sie alle Segel setzen lassen, um den Wind aufzufangen, den Gott senden wird. Der ungläubige Kapitän fürchtete, sich lächerlich zu machen und wollte die Segel nicht bei völliger Windstille entfalten. Der Missionar aber erklärte, er werde nicht eher beten, als bis der Kapitän sich auf die Erhörung seines Gebets eingerichtet habe. Näher und näher trieben sie der Küste zu. Da endlich erfüllte der Kapitän den Wunsch des Fahrgastes, obwohl noch kein Lüftchen wehte. Hudson Taylor zog sich in seine Kabine zurück und legte dem Herrn die gemeinsame Not vor. Während er noch betete, klopfte es laut an seine Tür. Der Kapitän stand draußen und rief: Beten Sie noch immer um Wind? Sie können aufhören. Wir haben mehr, als wir brauchen. Und so war es. Im Augenblick der höchsten Gefahr, als das Schiff sich schon ganz nah am Land befand, war Wind aufgekommen, der das Fahrzeug auf die hohe See zurücktrieb. Johannes schreibt: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. 1. Johannes 5, 14, 15. Wie gesegnet und glaubensstärkend ist es, wenn man solche Erfahrungen machen darf. Vielleicht stellst du dir die Frage, wie du dahin kommen kannst, die Bitten auf dem Herzen zu haben, die Gott ganz sicher erhören wird. David gibt uns die Antwort: Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und weide dich an Treue und ergötze dich. Luther übersetzte: Habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Psalm 37, 3 und 4. Wenn du ihm vertraust, in Hingabe an ihn lebst und ihn zum Mittelpunkt deines Denkens machst, dann wird der Heilige Geist in deinem Herzen die Bitten formen, die von Gott kommen. Im Neuen Testament heißt es: Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was irgendwir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 1. Johannes 3, 21, 22. Was bedeutet es praktisch für dich, dich an dem Herrn zu ergötzen? Betest du erwartungsvoll und mit einem reinen Gewissen? Lobe und preise den Herrn, wenn du betest, und vergiss das Danken nicht. Seid reichlich gesegnet.